warum bist du Schia? Wenn uns jemand diese Frage stellen würde, warum bist du ein Schiite? Aus welchem Grund folgst du der Schule der Ahlul Bayt alayhim salam? Was wäre da unsere Antwort? Würden wir sagen, wir sind Schiiten, weil unsere Eltern es sind? Würden wir sagen, wir sind Schiiten, weil unsere Eltern uns so erzogen haben? Würden wir sagen, wir sind Schiiten, weil wir nichts anderes kennen? Unsere gesamte Umgebung, Familie, Freunde sind Schiiten, also sind wir es auch? Oder was wäre hier unsere Antwort, dass wir logisch darauf antworten können? Weil wenn wir uns heute die sozialen Medien beispielsweise anschauen, sehen wir, dass die Angriffe gegenüber der Schule der Ahlul Bayt alayhim salam extrem stark sind. Es gibt kaum ein Video im Internet oder kaum ein Bild oder irgendetwas im Internet, was von einem Schiiten kommt, ohne dass darunter zahlreiche Beleidigungen sind und Beschimpfungen sind und falsche Behauptungen und Vorwürfe und Vorurteile zu lesen sind. Wenn bekannt ist, dass jemand Schiit ist und er postet nur ein Vers des Korans, ist mir selber passiert. Es wird nur ein Koran-Video gepostet, findet man darunter Beleidigung, Beschimpfung. Warum? Weil man der Schule der Ahlul Bayt alayhim salam angehört. Beleidigungen wie beispielsweise, du Steinanbeter, du Grabanbeter, du Mushrik, du Kafir, du Heuchler, du bist jemand, der Imam Ali höher stellt als den gesamten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Du sagst, Jibrail hat sich geirrt und wollte eigentlich zu Imam Ali und hat einen Fehler gemacht und ging zum Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Du betest Gräbern und so weiter und so fort. Die Liste ist wirklich extrem lang mit den täglichen Beschimpfungen und Beleidigungen, die man sich tagtäglich anhören muss, wenn man der Schule der Ahlul Bayt alaihim salam folgt. Und diese Vorgehensweise hat eine lange Tradition. Jetzt, wo die sozialen Medien stärker geworden sind, sehen wir es natürlich viel häufiger und viel deutlicher, aber das ist keine neue Erscheinung. Die Anhänger der Schule der Ahlul Bayt wurden schon immer verfolgt, getötet, wurden schon immer als Ungläubige dargestellt, als keine Muslime. Und jetzt kommt jemand, ein Jugendlicher beispielsweise, der den schiitischen Islam nur von seinen Eltern kennt, der aber nie wirklich sich damit auseinandergesetzt hat. Und plötzlich muss er hören, dass er ein Kafir ist. Plötzlich muss er hören, dass er ein Mushrik ist. Plötzlich hört er, dass er Gräber anbetet und dass er den Imam göttliche Eigenschaften zuschreibt. Plötzlich heißt es, wir beschimpfen die Sahaba und schreiben der Ehefrau des Propheten Zina zu und so weiter und so fort. Und der Jugendliche ist erstmal verwirrt. Moment mal, glaube ich das denn wirklich? Sagt meine Rechtsschule wirklich diese Sachen aus? Und wie kann ich darauf antworten, wenn ich damit konfrontiert werde? Wichtig für uns ist, dass wenn wir sagen, wir sind Schiiten und Anhänger der Schule der Ahlul Bayt alayhim salam, wenn wir allgemein sagen, wir sind Muslime, dann müssen wir begründen, warum. Aqide, wie wir gesagt haben, Glaubensüberzeugung, es heißt nicht umsonst Überzeugung und nicht blindes Befolgen. Wir müssen überzeugt sein, dass der Weg von Muhammad wa al-Muhammad sallallahu alaihi der richtige Weg ist. Das bedeutet, dass ich mit vollem Herzen diesen Weg gehe. Das bedeutet, wenn ich mit bestimmten Behauptungen konfrontiert werde, darauf antworten kann. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ihr betet Gräber an. Warum? Ihr geht zu Imam al-Hussein statt nach Mekka und Medina. Ihr macht dort Hajj, anstatt zum Hause Gottes zu gehen. Ihr nehmt die Imame der Ahlul Bayt als Götter. Warum? Weil ihr ja Ali Madad sagt. Weil ihr ja Fatima sagt. Ihr schlagt euch selber, ihr bestraft euch selber. Und so weiter und so fort. Was haben wir nicht alles gehört, wenn es um die Schule der Ahlul Bayt alayhim salam geht? Daher wollen wir heute einen kurzen Überblick darüber haben, was es bedeutet, ein Schiite zu sein. Und wie wir auf bestimmte Behauptungen antworten können. Und vorab müssen wir eine Sache festhalten. Wenn wir nun darüber sprechen, warum wir Schiiten sind, was die Gründe dafür sind, heißt es nicht, dass wir andere Rechtsschulen damit niedrig machen oder schlecht machen oder respektlos sind. Nein, aber es ist mein Recht, wenn ich damit konfrontiert werde, zu sagen, warum ich Schiite bin und warum ich nicht keiner anderen Rechtsschule folge. Ich kann sagen, ich habe hier die Stärken gefunden und in den anderen Rechtsschulen habe ich bestimmte Schwächen gefunden und das ist der Grund, wieso ich dieser Schule folge und nicht der anderen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, ist es keine Herabwürdigung anderer Denkschulen, anderer Rechtsschulen. Wir respektieren, tolerieren andere Denkschulen, aber wir sagen, der direkteste und beste Weg zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Weg, der über die Ahlul Bayt alaihi salam führt. Deshalb sagen wir sind Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, wir sind die Ja'fariyya, die Ja'faritische Rechtsschule, weil wir sagen, dies ist der korrekte und absolute und richtige Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der erste Grund, warum ich Schiite bin, ist, weil es in kaum einer anderen Rechtsschule so eine klare und genaue Definition des Tauhids gibt. Wenn wir uns nun Nahjul Balagha anschauen,
wie Imam Ali a.s. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, finden wir die schönsten Beschreibungen, die wir je gesehen haben. Nur der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kann dies übertreffen. Niemand kann Allah subhanahu wa ta'ala mit so schönen Worten beschreiben, wie es der Fürst der Gläubigen Ali ibn Abi Talib a.s. getan hat. Und Nahj al-Balagha ist voll davon. Allah subhanahu wa ta'ala, der keinen Anfang und kein Ende hat, der unendlich ist, dessen Eigenschaften vollkommen sind, der Wissen ist, der Macht ist, von dem alles abhängig ist, derjenige, der Kraft und Ausdauer hat, ohne den niemand etwas bewirken kann, der keine physischen Eigenschaften hat. Und Imam Ali a.s. hat in einer wunderschönen Predigt, in der ersten Predigt von Nahj al-Balagha es dargestellt und sagte, Awwaluddin ma'rifatuh, das Erste der Religion ist seine Erkenntnis. Und die Vollkommenheit seiner Erkenntnis ist seine Bestätigung oder der Glaube an ihn. Und so weiter und so fort. Eine wunderschöne Beschreibung. Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, vom Wesen Gottes, das Wesen Gottes können wir nicht erfassen, weil Allah subhanahu wa ta'ala unendlich ist. Das ist etwas, ein Tor, was uns verschlossen ist. Aber wir können Allah subhanahu wa ta'ala erkennen durch seine Namen, durch seine Eigenschaften, dass er unabhängig ist. Und alles, was wir uns vorstellen, was Allah subhanahu wa ta'ala ist, das ist ein Produkt unserer Vorstellung. Es ist etwas Erschaffenes und kehrt zu uns zurück. Ganz klar und einfach. Alles, was wir uns vorstellen, was Allah ist, ist etwas, was unser Intellekt erschaffen hat. Es kehrt zu uns zurück. Das ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir sehen andere Bücher, andere Rechtschulen schreiben Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise physische Eigenschaften zu. Sie sagen, am Tage des Gerichts kann Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Auge gesehen werden. Sie sagen, am Tage des Gerichts wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen Fuß in die Hölle setzen und bis die Hölle sagt, genug, genug, ich bin voll. Das sind alles Überlieferungen, die wir in Werke wie Bukhari beispielsweise finden, die Allah subhanahu wa ta'ala in einer unkorrekten Art und Weise darstellen. Die Allah subhanahu wa ta'ala als jemanden darstellen, der Hände hat, der ein Gesicht hat, der Zähne hat, der lacht, der traurig ist, der glücklich ist, der auf einem Thron sitzt. Und wenn er sauer ist, spüren diejenigen, die den Thron tragen, dass er sauer ist, weil er schwerer geworden ist. Wal'iyadhu billah. Das sind alles Darstellungen, die wir in anderen Schulen finden über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sagen, wir sind Schiiten, weil die Darstellung des Tauhids, die Darstellung Allah subhanahu wa ta'ala in einer absoluten, perfekten und vollkommenen Art und Weise zu finden ist. Wir sind Schiiten, weil wir an die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Wir sagen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit oder die Menschen zu Sünden zwingt und sie deswegen bestraft. Manche Denkschulen kommen und sagen, alles ist vorherbestimmt. Wenn du eine Sünde machst, ist das vorherbestimmt. Du kannst nichts dafür. Warum bestraft mich dann Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist hier die Gerechtigkeit Gottes? Alles, was passiert, ist vorherbestimmt. Du hast keinen Einfluss darauf. Und deshalb sagen wir aber nein. Wenn das so wäre, wie könnte Allah subhanahu wa ta'ala uns dann dafür bestrafen, für etwas, wofür er uns gezwungen hat? Das widerspricht der göttlichen Gerechtigkeit. Wir sehen beispielsweise nach der Kamelschlacht, kamen manche zur Frau des Propheten Aisha und sagten, warum hast du das getan? So viele Menschen sind gestorben. Wieso hast du dies getan? Sie sagte, das war eine Vorherbestimmung Gottes. Ich kann nichts dafür. Allah hat es vorherbestimmt, dass so viele Menschen sterben. Allah hat es vorherbestimmt, dass ein Krieg stattfindet und gegen den Fürsten der Gläubigen gekämpft wird, dass über 10.000 Muslime sterben. Ich kann nichts dafür. Wir sagen, nein, der Mensch hat seinen freien Willen und ist verantwortlich für seine Taten. Und er wird dafür auch gerichtet werden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir glauben also an die absolute Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Schiiten, weil wir ein Bild des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben, dass er die beste und absoluteste Schöpfung ist, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Wir sagen, der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist die erste Schöpfung Gottes. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschuf, war das Licht des Siegels aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das haben wir von einer wundervollen, authentischen Überlieferung über Jabir ibn Abdullah al-Ansari, als er ihn fragte, o Gesandter Gottes, was ist das Erste, was Allah erschuf? Und er sagte, ja Jabir, awwalu ma khalaq Allah, nuru nabiyyika, ya Jabir. Allahumma salli ala Muhammad.
Er sagte, O Jabir, das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschuf, war das Licht deines Propheten, O Jabir. Und er schuf daraus alles Gute. Wir haben eine Vorstellung vom Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, dass er absolut unfehlbar ist. Dass er keine Fehler macht, dass er keine Sünden macht, dass er nicht das Gebet verschläft. Dass er nicht bestimmte Taten macht und einer seiner Gefährten kommt und sagt, oh Gesandter Gottes, das ist Eib, was du machst, du bist ein Prophet. Es geziemt sich nicht, dass du deine Frau über deine Schultern hebst, damit sie über eine Mauer schauen kann. Und der Prophet nimmt sie runter und sagt, ja, du hast recht, das gehört sich nicht. Wir glauben nicht an solche Geschichten. Wir glauben an einen Propheten, der nicht selbstmordgefährdet war, der nicht Selbstzweifel hatte, der nicht epileptische Anfälle hatte, wie es in Bukhari dargestellt wird beispielsweise. Wir glauben an keinen Propheten, der draußen im Stehen sich erleichtert hat. Wir glauben an eine vollkommene Schöpfung, die als Barmherzigkeit für die Welten gesandt wurde. Der Gesandte Gottes war ein Mann der Barmherzigkeit. Er war kein Mann des Schwertes und des Mordes und des Tötens. Wir glauben an einen Propheten, der die absolute Moral hatte und die absoluten Charaktereigenschaften hatte, wie der Koran sagt, innaka la'ala khuluqin azim, wahrlich, du besitzt großartige, heilige Tugenden, Charaktereigenschaften. Aber in anderen Büchern sehen wir, dass der Gesandte Gottes gesagt haben soll, und weit entfernt ist der Prophet, dass er sowas sagte, dass er sagte, jeden Muslim, den ich mal beleidigt habe, oh Allah, so mach dies zu einer Hasana für ihn. Jeden Muslim, den ich mal beleidigt haben sollte, aus Versehen, ohne es zu wissen, mach es zu einer guten Tat für ihn. Das soll das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben. Der Prophet soll jemanden also beleidigt haben, wal'i'adhu billah, und Allah sagt, du besitzt großartige Charaktereigenschaften. Wir glauben an einen Propheten, der diese Welt nicht verlässt, außer er sagt, was danach zu tun ist. Solch ein Prophet, der nicht einmal die Stadt Medina verlassen hat, ohne einen Stellvertreter einzusetzen, soll diese gesamte Welt verlassen haben, ohne zu sagen, was nach ihm passiert? Wir sagen nein. Wir sagen, diese Religion, der Islam, der dir sagt, mit welchem Fuß es empfohlen ist, ins Badezimmer reinzugehen. Der Islam ist so präzise und sagt dir, mit welchem Fuß ist es empfohlen, ins Bad zu gehen. Welches Bittgebet du im Bad sprechen kannst. Solch eine Religion, die so etwas regelt, soll nicht geregelt haben, was passiert, wenn der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, verstirbt. Wir sagen, wir glauben an einen Gesandten, der ganz klar und deutlich formuliert hat, was nach ihm passiert. Wir sind Schiiten, weil wir genau das machen, was der Gesandte Gottes sagte, indem er zu den Menschen sprach, Inni tarikum fikum al-thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla bayti. Ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge, den Koran und meine Ahlul Bayt. Und sie werden sich nicht voneinander trennen, bis dass sie sich am Brunnen des Kauthar einfinden. Ich bin Schiite, weil kaum oder niemand den Propheten in diese Aussage so befolgt hat, wie die Schule der Ahlul Bayt alayhim salam. Was sagte der Prophet? Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Solange ihr an ihn festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Was heißt festhalten? Stell dir vor, du bist gerade dabei, von einer Klippe runterzufallen und du hast ein Seil und du hältst an diesem Seil fest. Nicht einen Millimeter weichst du von diesem Seil ab. Wieso? Du könntest runterfallen. Du könntest sterben. Du hältst an diesem Seil fest. Der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alaihi sagte, wenn ihr nicht in die Irre gehen wollt, wenn ihr nicht abstürzen wollt, haltet an meine Ahlul Bayt fest. Und welche Schule hält so stark an die Ahlul Bayt fest? Außer die Schule der Ahlul Bayt sallallahu alaihi, außer die Ja'faritische Rechtsschule. Wir sind Schiiten, weil wir sagen, die Ahlul Bayt alaihi salam sind von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, wer die Führer nach den Propheten sind, nicht die Menschen. Nicht die Menschen treffen sich zu einer Shura, zu einer Beratung und gucken, wer der Beste ist, wer der Geeignetste ist. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt meine Führer. Wieso? Weil nur dann kann ich sicher sein und 100% fest sein, wenn es darum geht, sie zu befolgen. Nur dann kann ich ihnen folgen, wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie für mich vorgesehen. Wo sind die Beweise, dass Allah den Imam einsetzt? Inni ja'iluka lin-nasi imama, wie der Koran ganz deutlich und klar sagt. Hier wird Imam gesagt. Wo steht Khalif? Wo steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch den Khalifen für den Menschen einsetzt? In Surah 38, Vers 26. Ja, Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich mache dich, O Ibrahim, zu einem Imam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich mache dich, O Dawud, als Khalif auf die Erde. Such dir den Begriff aus, den du haben willst. Der Koran sagt, Allah ist dafür zuständig. Wo steht geschrieben, dass der Mensch den Khalifen auswählt?
Ich bin Schiite, weil ich sage, dass die Khulafa des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sind die Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Inni ja'ilun fil ardi Khalife, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln. Ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Ich werde jemanden auf der Erde einsetzen, der mich repräsentiert. Sein Wort oder mein Wort ist sein Wort. Sein Wort ist mein Wort. Es gibt da keinen Unterschied. Das, was mein Khalif auf der Welt sagt, ist das, was ich sage. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz klar im Heiligen Koran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über den Propheten und sagt, er sagt nichts aus sich selbst heraus, vielmehr ist er eine Offenbarung, die offenbart. Ich bin Schiite, weil ich daran glaube, dass wenn der Gesandte Gottes sagt, Ali ist der Imam nach mir, dass er das nicht aus Lust und Laune heraus gesagt hat, weil er sein Schwiegersohn ist, weil er sein Cousin ist, sondern er sagte es auf Befehl Gottes hin, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagte, nach dir ist niemand geeigneter zu führen als Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ich bin Schiite, weil ich die gesamte Geschichte durchforstet habe und niemanden gefunden habe, der vorzüglicher ist als Ali ibn Abi Talib nach dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi. Schaut euch die gesamten Gefährten an. Wer hat diese Vorzüge, die Ali alaihi salam hatte? Wer schlief im Bett des Propheten in der Nacht der Auswanderung? Wer war derjenige, der in Badr die Muslime zum Sieg verholfen hat und über die Hälfte der Getöteten getötet hat in Badr? Wer war derjenige, der in Uhud nicht weggerannt ist, sondern beim Gesandten Gottes geblieben ist und ihn mit seinem Leben geschützt hat? Wer war derjenige, der in Khandaq dem Ruf des Propheten entsprach und sagte, ich trete gegen Amr ibn Hud an? Wer war derjenige, der das Tor von Khaybar emporgehoben hat und die Muslime zum Sieg verholfen hat? Wer war derjenige, der in Mubahala im Koran als Nefs des Propheten bezeichnet wurde? Wer war derjenige, der im Gebet seinen Ring gespendet hat und Allah sagte, das sind die Awliya, die ihr folgen müsst? Wer war derjenige, der in Radir, dessen Arm emporgehoben wurde und gesagt wurde, mein Kuntu Maula, Fahada Ali und Maula? Wer war derjenige, der die Herrin der Frauen aller Welten heiraten durfte, Fatima al-Zahra alayhi salam? Wer hätte Fatima, wenn ich als Vater, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich nicht wollen, dass der beste Mann sie heiratet? Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, Fatima alayhi salam, hat jeden abgelehnt, außer Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Was sagt das über den Fürsten der Gläubigen aus? Fatima alayhi salam, meint ihr, sie hat nach der äußeren Schönheit geschaut? Meint ihr, sie hat nach dem Reichtum geschaut? Dann, wenn sie nach dem Reichtum geschaut hätte, hätte sie jemand anderen geheiratet. Fatima ist die Herrin der Frauen aller Welten. Sie schaut also auf die Taqwa, auf das Herz, auf die Gottesfurcht. Ali alayhi salam war der vollkommenste Mensch nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Und ohne Zweifel war auch der Schönste, auch äußerlich, nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Fatima hat ihn geheiratet. Wir können bis morgen weitermachen über die Vorzüge des Fürsten alaihi salam. Wir würden nicht zu Ende kommen. Wir würden an kein Ende gelangen. Ich bin Schiite, weil meine Ansicht zu den Gefährten mit dem Heiligen Koran übereinstimmt. Ich sage nicht, dass jeder Gefährte zu 100% rechtschaffen war und gut war und dass es überhaupt keine Probleme gab. Der Koran selber sagt, es war nicht so. Der Koran selber sagt in Surah 3, Vers 152, Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira. Unter euch gibt es manche, die das diesseits wollen und unter euch gibt es auch manche, die das jenseits wollen. Warum soll ich einem Gefährten folgen, der das diesseits bevorzugt gegenüber dem Jenseits? Wie kann ich zwei Gefährten folgen, wenn einer den anderen bekämpft hat? Einer muss auf der Wahrheit sein, der andere muss auf dem falschen Weg sein. Und der Prophet sagte, wer Ali bekämpft, der ist ein Heuchler. Wer Ali hasst, der ist ein Heuchler. Der Koran sagt auch weiterhin, in Surah 9, Vers 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler und auch unter den Bewohnern von Al-Madina. Der Koran sagt ganz klar und deutlich, O Gesandter Gottes, um dich herum sind Heuchler. Um dich herum sind Menschen, die nicht an die Akhira interessiert sind, die nicht an die Religion Gottes interessiert sind. Sie haben Machtinteressen. Ich bin Schiite, weil ich jeden einzelnen Gefährten anschaue und sage, wenn er Fehler hatte, spreche ich diese Fehler an. Wenn er gut war, spreche ich das ebenfalls an. Ich sage, Abu Dharr war ein rechtschaffener Gefährte. Rahmatullahi ta'ala alayhi, Ridwanullahi ta'ala alayhi. Ich sage Bilal genauso, ich sage Miqdad genauso. Ich sage Ammar ibn Yasir genauso. Aber genauso wie es gute Gefährten gab, gab es auch Gefährten, die nicht gut waren. Und das spreche ich auch an. Ich habe keine Angst davor, dies zu leugnen, weil der Koran sagt mir, es gibt gute und es gibt schlechte Gefährte. Haltet an die Guten fest
und wir sehen, wer das ist und wer die weniger guten oder die schlechten Gefährten beispielsweise sind. Aber bedeutet das, dass ich die Gefährten beschimpfe? Bedeutet es, dass ich irgendwie schlecht über sie rede? Nein. Weder beschimpfen die Schiiten die Gefährten noch sonst irgendwas. Das Einzige, was die Schiiten tun, ist, dass sie die Fehler und Makel der Gefährten ansprechen und sagen, ich folge nicht diesem Gefährten, weil ich diese und jene Fehler gesehen habe. Dafür folge ich den Ahlul Bayt, alayhi salam, weil ich noch nie Fehler bei ihnen gesehen habe. Imam Ali, alayhi salam, selber sagte, ich mag es nicht, dass sie zu den Beschimpfenden gehört. In der Schlacht von Siffin, als Imam Ali gegenüber der Armee von Muawiyah stand und hörte, wie einige aus seiner Armee die Armee von Muawiyah beschimpft haben, wandte er sich zu ihnen und sagte, ich mag es nicht, dass ihr zu den Beschimpfenden gehört. Vielmehr stellt ihre Taten dar und sagt, was sie falsch machen. Und genau das tun wir. Aber es gibt auf YouTube und auf TikTok bestimmte Leute, die die Sahaba beleidigen, also tun es alle Schiiten. Wenn wir nach der Methodik gehen, können wir genauso sagen, dass bestimmte Leute, die andere töten, sich auch als Sunniten bezeichnen. Sollen wir sagen, alle Sunniten sind so? Nein. Das wäre ungerecht. Das wäre nicht aufrichtig. Genauso wie es manche Leute gibt, die nicht gemäß der Schule der Ahlul Bayt handeln. Wir sagen, das ist falsch, was sie tun. Wenn sie öffentlich vor der Kamera stehen und anfangen, bestimmte Leute zu beleidigen und zu beschimpfen. Wir sagen, das gehört sich nicht. Stell ihre Taten dar, kritisiere ihre Taten, schau, wo die Fehler sind und sag, was die Vorzüge der Ahlul Bayt sind. Und die Leute werden zu den Ahlul Bayt alayhi salam kommen. Wir beschimpfen nicht, wir beleidigen nicht, weil wir Vorbilder haben, die das auch nicht getan haben. Ali ibn Abi Talib alayhi salam hat nicht beleidigt, nicht beschimpft. Er hat aufgezeigt, was die falschen Taten sind. Und genau das Gleiche machen wir auch. Denn wir haben ein Vorbild. Wir eilen ihm nicht voraus, noch bleiben wir hinter ihm. Wir sind mit ihm. Wir sind mit dem Fürsten der Gläubigen, Ali salatullahi wassalamu alayhi. Ich bin Schiite, weil das Gebet, das ich verrichte in der Form, vollkommen ist. Ich stehe vor Allah subhanahu wa ta'ala da, in absoluter Demut, meine Hände nach unten haltend. Stell dir vor, du würdest den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam sehen, wie er im Gebet stand, im absoluten Zustand der Demut. Wie würde er stehen? Sicherlich die Hände nach unten, den Kopf nach unten geneigt, als ein Sklave, der gegenüber seinem Herrn steht. Und wir alle sind Sklaven Allah subhanahu wa ta'ala, die im Gebet vor Allah subhanahu wa ta'ala in der aufrichtigsten und demütigsten Position stehen. Unser Gebet, unsere Niederwerfung verrichten wir auf nichts, was gegessen oder getragen werden darf. Erde. Etwas, was aus der Erde entstammt, was nicht gegessen oder getragen werden kann. Warum? Wofür gibt der Mensch das meiste Geld aus? Imam Sadr alayhi salam sagte, die Menschen geben das meiste für Essen und für Kleidung aus. Wie viel Geld geben wir für Essen aus? Wie viel Geld geben wir für Kleidung aus? Der Islam, die Schule der Ahlul Bayt sagt, mach auf nichts Sujud, was die Menschen anbeten, in dem Sinne. Anbeten, dass sie so stark danach verlangen, wie Essen und das, was man trägt, Seide und andere Stoffe. Der Islam sagt, bleib bescheiden, mach nur auf die Sachen Niederwerfung, die von der Erde stammen. Und erinnere dich daran, dass du bescheiden bleiben musst. Erinnere dich daran, dass du niemals hochmütig sein darfst. Diese Erde, auf die du deinen Kopf tust, das Höchste und Beste, was du hast, es ist nichts anderes als Erde. Du wirst irgendwann zu dieser Erde zurückkehren. Glaub also nicht, du bist was Besseres als jemand anderes. Egal wie mächtig und stark und wie viel Macht und Position und Leute du hinter dir hast, denk daran, du kommst aus dieser Erde. Warum beten die Schiiten auf einen Stein, diesen Stein, der aus Erde besteht? Nichts anderes als Erde, was in eine Form gegossen wird und getrocknet wird. Nichts anderes. Jeden Tag im Gebet erinnern wir uns daran, wir dürfen niemals hochmütig sein, weil von dieser Erde kommen wir und zu dieser Erde kehren wir zurück. Es gibt also keinen Grund, dass ich denke, ich bin besser als der oder der ist besser als der oder egal wie viel Macht und Reichtum ich habe, ich sei besser als jemand anderes. Wir alle stammen von dieser Erde und irgendwann kehren wir alle zu dieser Erde zurück. Daran erinnert mich das Gebet. Ich bin ein Schiite, weil ich im Gebet nach Surat al-Fatiha eine vollständige Sura lese. Warum? Wie erachte ich dem Autor eines Buches den größtmöglichen Respekt, wenn ich ein ganzes Kapitel lese oder wenn ich irgendwelche Teile daraus entnehme? Wenn ich ein Buch habe und das ist ein Kapitel, wie erweise ich dem Autor Respekt? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Autor des Heiligen Korans. Er hat Suren etabliert. Wie erweisen wir dem Autor, also Allah subhanahu wa ta'ala, am meisten Respekt, indem wir die gesamte Sura lesen? Weil die gesamte Sura einen Inhalt bildet. Weil die gesamte Sura eine Bedeutung hat. Und ich nicht bestimmte Teile daraus entnehme und die anderen nicht rezitiere.
Ich bin Schiite, weil ich nach Surat al-Fatiha zum Beispiel nicht Amin sage. Warum? Warum sage ich nicht Amin, was so viel bedeutet wie so möge es sein? Amin bedeutet, so sei es. Wenn ich im Gebet Surat al-Fatiha rezitiere, rezitiere ich den Koran und kein Dua. Dua mache ich in der zweiten Raka'a im Qunut. Aber wenn ich im Gebet stehe und Surat al-Fatiha rezitiere, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, rezitiere ich den Koran und kein Dua. Deswegen ist das Sagen des Amins gemäß unserer Rechtsschule nicht richtig. Ich bin Schiite, weil ich sage, der Vater von Ali ibn Abi Talib, Abu Talib, ist in den höchsten Stufen des Paradieses. Derjenige, der den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam beschützt hat mit seinem Leben und alles dafür gab, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschützt wird, der soll im Höllenfeuer sein, wal'iyadhu billah. Derjenige, der die Ehe des Propheten und Khadija geschlossen hat, der soll im Höllenfeuer sein, wal'iyadhu billah. Und Ali alaihi salam ist der Spalter des Paradieses und der Hölle, Qasimul Jannati wan Nar. Und Überlieferungen sagen, am Tage des Gerichts werden alle Lichter ausgeblendet, außer fünf. Und eines davon ist das Licht von Abu Talib alaihi salam. Ich sage, Abu Talib gehört zu den höchsten Bewohnern des Paradieses. Ich bin Schiite, weil ich an den vollkommenen Koran glaube und nicht sage, dass er verfälscht ist. Ich glaube an den Koran von der ersten bis zur letzten Seite. Ich sage, nichts ist ihm hinzugekommen, noch wurde ihm irgendetwas entfernt. Egal wie viele Leute kommen und sagen, Schiiten glauben an einen verfälschten Koran. Ich sage, nein, der Koran, den wir haben, ist vollkommen. Es ist die Hujja Gottes, es ist das Wort Gottes, was auf das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi herabgesandt wurde. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ich bin Schiite, weil ich Vermittler zu Allah subhanahu wa ta'ala nehme, weil Allah subhanahu wa ta'ala es für mich vorgesehen hat. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Und nehmt ihn eine Wasile. Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschuf, was sagte er zu den Engeln? Werft euch vor Adam nieder. Macht Sujud vor Adam. Aber ist das nicht Schirk? Wir machen Sujud vor Adam. Wir machen nur Sujud vor dir, oh Allah. Heutzutage würden manche so argumentieren, wenn sie nicht die Geschichte aus dem Koran kennen würden. Was sagte aber Allah subhanahu wa ta'ala? O ihr Engel, wenn ihr mir nahe kommen wollt, kommt mir nahe durch Adam alaihi salam. Macht Niederwerfung vor Adam und dann kommt ihr mir näher. Was hat Iblis getan? Iblis sagte, nein, oh Allah, ich mache nur Sujud vor dir und nicht vor jemand anderem. Was war der Ausgang von Iblis, la'anallah? Verflucht bis zum Tage der Auferstehung. Warum? Er hat doch gesagt, er macht nur Sujud vor Allah. Er will keinen Vermittler. Er will sich direkt zu Allah wenden, ohne Sujud vor Adam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich möchte so angebetet werden, wie ich es will. Wenn ich dir sage, komm mir näher durch Vermittler, durch bestimmte Persönlichkeiten, dann kommst du mir damit näher. Wenn wir sagen, ja Ali, wenn wir sagen, ja Hussein, wenn wir sagen, oh Allah, beim Recht von Aba Abdullah al-Hussein, wenn wir Shafa'a fordern von den Imamen der Ahlul Bayt alayhim salam, dann, weil Allah subhanahu wa ta'ala es von uns verlangte und sagte, oh ihr Menschen, ich liebe es, wenn ihr mir nahe kommt durch die besten und reinsten Geschöpfe, die ich erschaffen habe. Und das ist Muhammad, Ali, Fatima, Hassan und Hussein und die neuen Imame aus der Nachkommenschaft von al-Hussein alayhi salam. Wir sagen, wir machen das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Heißt es, wir schreiben den Imam göttliche Eigenschaften zu, wal'iyadhu billah? Nein. Niemand, nichts, nicht einmal das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kann etwas von sich aus tun, ohne die Erlaubnis Gottes, ohne die Kraft Gottes. Ali ibn Abi Talib kann nichts machen, kann nichts von sich tun, außer der Erlaubnis und der Kraft und der Ausdauer Allah subhanahu wa ta'ala. Wo ist hier der Schirk? Wo ist hier der Unglaube, der uns vorgeworfen wird? Wo sind hier die göttlichen Eigenschaften, die wir den Imamen zusprechen? Wir sagen nur, die Imame der Ahlul Bayt sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die ihm am nächsten sind. Und wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen möchte, Allah liebt es, diese Namen zu hören und akzeptiert dadurch mehr mein Dua. Wenn ich beispielsweise mit jemandem verstritten bin, die Situation kennt jeder von uns. Ich bin mit jemandem verstritten. Ich möchte auf ihn zugehen. Aber ich weiß, wenn ich auf ihn zugehe, mag er vielleicht nicht meine Stimme zu hören, weil wir noch im Streit sind, weil ich ihm wehgetan habe. Ich gehe zu jemandem, den er besonders mag, zu seinem besten Freund und sage, schau mal, ich bin mit deinem Freund verstritten. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, dass er mir verzeiht? Und wenn dieser Freund zu ihm geht, sagt, schau mal, beim Recht unserer Freundschaft, wir sind beste Freunde, so viele Jahre sind wir zusammen, komm schon, rede mal mit ihm, er bereut es, vergib ihm.
und sein Herz wird erweicht. Wie viele Sünden begehen wir tagtäglich vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wie viele Sünden haben wir tagtäglich? Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, unseren Dua zu hören, wenn damit die Namen der Ahlul Bayt alayhim salam sind, weil er sagt, ich liebe es, diese Namen zu hören. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam vergeben? Ya Mahmud bihaqqi Muhammad, wa ya Ali bihaqqi Ali, wa ya Fatir bihaqqi Fatima, wa ya Muhsin bihaqqi al-Hasan, wa ya Qadim al-Ihsan bihaqqi al-Husayn. Mit diesen Worten hat Adam a.s. um Vergebung bei Allah subhanahu wa ta'ala gebeten und Allah hat seine Reue akzeptiert. Wenn es bei Adam funktioniert, wieso soll es nicht bei uns funktionieren? Wenn es bei Adam klappt, wieso ist es dann Schirk, wenn wir es tun? Diese und viele, viele weitere Aspekte zeigen uns, wir sind Schiiten, weil wir damit den Weg des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi machen. Und wir werden öfters damit konfrontiert, gab es zur Zeit des Propheten Schia, sagt ja. Wenn euch jemand so etwas fragt, gab es zur Zeit des Propheten Schiiten, sagt ja. Und der Erste, der die Partei Alis als Schia bezeichnet hat, war der gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, indem er sagte, ja Ali, anta wa shi'atuka amami fil Jannah. Der sagte, oh Ali, du und deine Schia, ihr seid bei mir oder vor mir im Paradies. Ja Ali, anta minni wa ana mink, ruhuka ruhi, wa shi'atuka shi'ati, wa awliya'uka awliya'i, man ahabbahum faqad ahabbani, wa man abghadahum faqad abghadani, wa man walahum faqad walani. Der Prophet selber sagte, oh Ali, du und deine Schia, oh Ali, ich bin von dir und du bist von mir. Deine Schia, deine Anhänger sind meine Anhänger. Weil auch zur Zeit des Propheten hat sich bereits herauskristallisiert, Ali ist jemand und es gibt eine Gegenpartei, die noch nicht offensichtlich sein konnte, weil der Prophet noch am Leben war. Aber nachdem der Prophet verstarb, hat man gesehen, was daraus geworden ist. Wir sagen ja, der Erste, der die Schia von Ali bezeichnet hat, war der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Und wir halten an diesem Weg fest. Wir halten an dem Weg von Salman al-Muhammadi fest, an dem Weg von Abu Dhar fest. Wir halten an dem Weg von Maqdad fest. Wir halten an dem Weg von Muhammad ibn al-Hanafiyya fest, an dem Weg von Muhammad ibn Abi Bakr fest. Das waren alles Schiiten. Das waren alles Leute, die Imam Ali a.s. beigewohnt haben und bei ihm waren und an seiner Seite standen und ihr Leben für ihn gegeben haben. Kumail ibn Ziyad und andere, Maytham al-Tamar und viele, viele weitere Gefährten, die an der Seite des Imams standen. Aber all dies auf der einen Seite. Ich bin Schiite, weil es in meiner Rechtsschule solche Persönlichkeiten wie Abu Fadl al-Abbas gibt. Bringt uns eine andere Rechtsschule, die über Abu Fadl al-Abbas spricht. Kennen die anderen Rechtsschulen oder die Allgemeinheit der Muslime Abu Fadl al-Abbas? Was kann die Allgemeinheit der Muslime über al-Abbas a.s. sagen? Nichts. Ich bin Schiite, weil es solche Persönlichkeiten gibt wie Abu Fadl al-Abbas a.s. Solche Persönlichkeiten, die Loyalität verkörpert haben, die Treue verkörpert haben. Abu Fadl Abbas a.s., er war derjenige, niemand konnte zu Imam Hussein ohne an Abu Fadl zu gelangen. Abu Fadl Abbas a.s. war jemand, der für Imam Hussein geschaffen wurde, der für ihn geboren wurde. Die Überlieferungen sagen, als Abu Fadl Abbas geboren wurde, hat er geweint und geschrien und seine Augen waren zu und er hat seine Augen nicht aufgemacht. Erst als Imam Hussein a.s. ihn nahm, hat Abu Fadl Abbas das erste Mal seine Augen aufgemacht und das reine Gesicht von Imam al-Hussein a.s. gesehen. Er wurde erzogen von Ummul Banin, von seinem Vater Ali ibn Abi Talib a.s. Und was glaubt ihr, wie Ummul Banin ihn erzogen hat? Ihn und seine Brüder. Sie sagte zu ihnen, glaubt ja nicht, dass ihr zu Hassan und Hussein Bruder sagen könnt. Glaubt ja nicht, das sind eure Brüder. Sie sind eure Herren. Wenn ihr sie ansprecht, sagt nicht Bruder Hussein, sagt nicht Bruder Hassan, sagt Sayyidi, sagt Maulai. Ihr seid ihre Diener. Hassan und Hussein sind die Söhne des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Du bist der Sohn Alis, o Abu Fadl, aber Hassan und Hussein sind die Söhne des gesandten Gottes. Deswegen sehen wir sein gesamtes Leben, wisch Abu Fadl Abbas a.s. nicht von der Seite Imam Husseins a.s. Überall, wo Imam Hussein war, war Abu Fadl Abbas a.s. Er war jemand, der bekannt war bei den Kindern, dass er allen ihren Wunsch erfüllt hat. Immer wenn die Kinder irgendeinen Wunsch hatten, kamen sie zu Abu Fadl. Oh Abu Fadl, oh Onkel, kannst du das und das für uns erledigen? Abu Fadl hat alles getan, damit die Kinder ruhig und zufrieden und glücklich sind. Er hat ihnen jeden Wunsch erfüllt. Außer einen einzigen Wunsch konnte er ihn nicht erfüllen. Am 10. Muharram. Als sie gerufen haben, Al-Atash, Al-Atash, das war ein Wunsch, den er nicht erfüllen konnte.
Nachdem die Gefährten Imam Husseins getötet wurden und seine Familie getötet wurden, blieb Abu al-Fadl Abbas alleine. Er kam zu Imam Hussein. O mein Bruder, o mein Herr, o Sayyidi, o Maulai, erlaubst du mir in den Krieg zu ziehen? Der Imam sagte, nein, Abu Fadl, du bist mein Rückgrat. Wenn du weggehst, wen habe ich dann noch? Ohne dich breche ich ein, o Abu Fadl. Er sagte, aber meine Brust ist verengt, ich möchte an diesen Heuchlern Rache nehmen. Er sagte, wenn das so ist, dann geh und bitte sie um etwas Wasser. Die Kinder schreien vor Durst. Und er hörte die Stimmen der Kinder, Al-Atash, Al-Atash. Abu Fadl ritt hinaus, ja, Umar ibn Sa'ad, da ist Hussein ibn Fatima. Da ist Hussein, der Enkel des Propheten, er ist durstig. Du hast seine Familie getötet, du hast seine Gefährten getötet. Da sind Kinder, die haben Durst, gebe ihnen etwas zu trinken. Und die Antwort kam, o Sohn von Abu Turab. Hier merkt man, Yabna Abi Turab, man merkt, wo das Problem ist. Du bist der Sohn von Ali, das ist unser Problem. Umar ibn Sa'ad sagte, wenn die gesamte Welt aus Wasser bestehen würde und unter unserer Hand liegen würde, wir würden euch nicht einen einzigen Tropfen geben. Er kehrte zurück, Abu Fadl. Er brachte die Nachricht an seinen Bruder, Imam al-Hussein a.s. Er sagte, das ist die Nachricht des Volkes, was soll ich tun? Und er hörte weiter die Stimmen der Kinder, Al-Atash, Al-Atash.